Warum nehme ich nicht ab? Warum baue ich keine Muskeln auf? Warum werde ich nicht stärker? Warum werde ich nicht besser in meinem Sport? Und jetzt müsst ihr nicht meinen tollen Ernährungsplan und meinen tollen Trainingsplan kaufen, sondern es geht darum, wenn ich eine Stunde am Tag trainiere und der Tag hat 24 Stunden und die anderen 23 Stunden meines Tages ist mein Lifestyle für den Arsch, kann ich in dieser Stunde gar keine Leistung bringen. Das heißt, ich mache es ganz einfach, schlafe ich zu wenig, 6 Stunden statt 8, habe ich zu Hause Stress mit dem Partner und das schon seit Wochen, Monaten, Jahren und schluck einfach nur alles, damit ich meine Ruhe habe. Oder bringe es zur Sprache, aber irgendwie ändert sich nichts. Habe ich gar nicht mehr die Kraft, mich für mich auch zu konzentrieren, zu sagen, okay, also heute ist der Training, dann brauche ich, muss ich meinen Booster mitnehmen, weil den muss ich auf der Arbeit trinken, bevor ich zum Training fahre. Dann nehme ich nochmal einen Shake mit, weil heute verlässt uns einer bei der Arbeit und da gibt es wieder nur Kuchen. Und damit ich da halt nicht 10 Stück Kuchen fresse, werde ich dann erstmal mir einen Shake reinballern, damit das Ganze ein bisschen mehr Struktur hat, weil ich will ja nicht aussehen wie Herbert und Manfred. Diese Plangebung, und die ist ja wichtig, weil ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Ja, wenn ihr sagt, ich will Millionär werden, jemand sagt, was ist dein Plan? Und du sagst, Millionär werden. Sagt er, das ist dein Ziel, aber was ist dein Plan? Machst du Immobilien, machst du Kryptowährungen? Und dann sagt er, Millionär werden. Dann merkt ihr ja schon, okay, der hat euch nicht verstanden. Wie gut es im Fitness läuft, also bezogen auch auf Körperverlust, Körperfettverlust, Muskelaufbau, Kraftsteigerung, ist immer eurem Lifestyle geschuldet. Das heißt, wie gut laufen denn die 23 Stunden außerhalb? Und jetzt geht es gar nicht darum, dass man sein ganzes Leben nur um den Fitness herum aufbauen soll und nur mit der Tupperschale rumrennen soll und jetzt muss ich das essen und dies, sondern wichtigster Faktor, wie zufrieden bin ich in meiner Partnerschaft und nicht, was rede ich mir ein, wie toll das läuft, sondern wie zufrieden bin ich wirklich in meiner Partnerschaft? Wenn ich fremd gehe, fehlt mir doch was, ist doch klar. Wenn ich vieles lieber alleine mache, ja, bloß ohne die Alte, fehlt mir doch was. Wenn ich denjenigen auch nicht jeden Tag sehen muss, dann ist das doch nicht optimal. Und es geht gar nicht darum, jetzt egoistisch zu sein und zu sagen, ey, ich muss mich ganz vorne ranstellen und ich muss... Ich bin die Nummer 1 und alles andere ist mir kackegal, sondern es geht eher darum, dass wenn ich mich selber nicht in den Fokus nehme und sage, ey, seid mir nicht böse, aber auf mich kann ich am direktesten einwirken. Klar kann ich dir einen Tipp geben und dir einen Tipp und dir einen Tipp, aber was ihr dann daraus macht, das bleibt euch ja leider immer überlassen und meistens macht ihr nicht das, was man euch sagt, sondern ihr macht das, was ihr wollt. Und ist auch in Ordnung so, nur dann ist es ja für beide verlorene Zeit. Also für den, der versucht hat, sich zu äußern und der, der es dann ins Klo gespült hat. Das heißt, wenn ich wirklich auf mich direkt positiv oder auch negativ einwirken kann, dann ist es ein gesundes Maß des Egoismus. Also Ego aus dem Lateinischen für ich und Ismus aus dem Griechischen für die Selbstbezogenheit. Das heißt also, die Ich-Selbstbezogenheit bedeutet nicht, nach mir die Sinnflut und alle anderen sind Idioten und Hauptsache mir geht's gut, sondern es geht darum, wenn ich fit bin und gesund bin und mich wohlfühle und finanziell gut dastehe, dann kann ich doch für alle um mich herum eine Bereicherung darstellen. Wenn ich Schmerzen habe und müde und abgeschlagen und unzufrieden mit meiner körperlichen Entwicklung, dann wird das irgendwann ja auch kommuniziert werden in meinem Umfeld und die anderen, das wird die ja nicht erfreuen, wenn ich sage, alles scheiße, mir tut alles weh. Ja, das wird die ja nicht erfreuen, die würden dann auch, ja, und dann kriegst du wahrscheinlich noch Tipps von Leuten, die es selber nicht auf die Kette kriegen. Deshalb, Fitness, und dieser Gedanke ist ganz wichtig, den wollte ich mit euch teilen. Fitness ist ein Lifestyle, der euch gesünder macht, fitter macht, leistungsfähiger macht. Auch mit Problemen könnt ihr besser umgehen, weil schaut doch mal, stellt mal vor, ihr seid schon am Arsch und ihr seid müde und abgeschlagen und auch eure körperliche Fitness, eure körperliche Gesundheit, alles ist schon auf dem Tiefpunkt. Und dann kommt auch noch die Kündigung oder so. Wie sollt ihr denn damit wirklich gut umgehen können, wenn ihr eh schon am Struggle seid? Deshalb ist es dem Überlebensinstinkt auch geschuldet, dass man sagt, me first. Wenn es mir gut geht und wenn ich gut dastehe, bin ich für alle drumherum
ich habe das mal zu meiner Mutter gesagt, zu meiner Freundin gesagt. Und zwar habe ich zu meiner Frau, sehr verlobt, gesagt, Schatz, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, an allererster Stelle, und deshalb nicht zufrieden bist, weil du dich um alle anderen kümmerst, außer um dich, wird das irgendwann Einfluss haben auf unsere Beziehung. Weil du bist ja für mich der wichtigste Mensch und wenn es dir nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. So, und damit schadest du nicht nur dir direkt selbst, ja, weil alle anderen den Vorzug gegeben wird, außer dir, sondern du schadest auch uns. Und das geht natürlich nicht. Und das ist der Grund, warum mein Geschäftspartner mit 39 tot umgekippt ist. Weil es ging nur darum, wie kann ich allem anderen gerecht werden, außer mir selbst. Und dann kommt sowas wie fette Bauch. Und dann kommt sowas wie Haarausfall. Und irgendwann kippst du dann einfach tot um und dann war es das gewesen. Das ist aber nicht Gott, der runterguckt und sagt, du bist ein Arschloch, weil der war echt super, der Typ. Nur, er hat sich nicht in den Fokus genommen. Das hätte er machen sollen. Und das ist das Problem. Und deshalb mein Tipp für alle da draußen, die merken, es läuft nicht so optimal. Klar, es ist sinnvoll, einen Plan zu haben, ja. Also einfach nur zum Training zu gehen und da irgendwas zu machen, es muss schon strukturiert sein. Und ihr müsst auch nicht aus der Tupperschale fressen, ihr könnt euch auch mal ein Käsebrötchen holen. Es geht halt darum, es muss schon irgendwie in die richtige Richtung laufen, das ist schon ganz klar. Aber schleppt diesen scheiß Ballast nicht ewig lange mit euch rum. Macht irgendwann Cut, weil wenn ihr den nicht macht, seid ihr irgendwann auch am Ende. Ich meine nicht, dass ihr unbedingt tot umkippen müsst, sondern dass ihr die Gegebenheiten, die um euch herum sind, irgendwann als gegeben annimmt. Das ist halt so. Da kann man auch nichts machen. Was soll ich denn da? Es ist halt so. Okay, versteht ihr, was ich meine? Dankeschön.